Die Atacama ist eine Welt der Extreme. Sie ist die trockenste Wüste auf dem Globus. Ein Ort gleich hinter der Hölle, wie die spanischen Eroberer behauptet haben. Vor 200 Jahren macht Thaddäus Henke hier in Chile die bahnbrechende Entdeckung seines Lebens. Er bringt Salpeter, das weiße Gold der Wüste, zur Explosion. Seine Erfindung hat die Welt verändert. Doch Glück oder Ruhm hat sie ihm nicht gebracht. Es ist offenbar nicht gut mit dem ehrgeizigen Doktor der Philosophie. Der Traum von einer großen Forscherkarriere scheint früh zu scheitern. Der Pechvogel verpasst das Segelschiff, das ihn mit auf eine Expedition um den Erdball nehmen soll. Doch der junge Mann aus dem österreichischen Kronland Böhmen gibt nicht auf. Der unbekannte Kontinent schreckt ihn nicht. Ganz auf sich allein gestellt durchquert er Südamerika. Auf seinem Ritt bezwingt er eisige Gebirgspässe und den Glutofen der Pampa. Noch sind viele Gebiete des Vizekönigreichs Neuspanien weiße Flecken auf der Landkarte. Henke erkennt seine Chance. Als erster will er sie im Auftrag der spanischen Krone erkunden. An Chiles Küste reist er nach Norden und stößt ins Landesinnere vor. Ganze Landesteile wird er in Chile, Peru und Bolivien erforschen. Aber das Atacama-Fieber wird ihn nicht mehr loslassen. Immer wieder kehrt er in die Wüste zurück. »200 Jahre später ist das Reisen hier immer noch ein Abenteuer, trotz der modernen Hilfsmittel wie Geländewagen und Satellitennavigation. Seit Menschengedenken ist hier kein Tropfen Regen gefallen. Die Temperaturen schwanken zwischen plus 40 Grad Celsius am Tag und minus 15 Grad in der Nacht. Die Atacama ist zwar eine Feindin jeglichen Lebens, aber sie ist keine geborene Mörderin, sagt man hier. Der Geologe Guillermo Chong ist auf den Spuren von Thaddäus Henke unterwegs, um den heutigen Zustand der Wüste zu erforschen. Vor 400 Millionen Jahren erstreckte sich hier ein Meer, in dem Riesenkrokodile und gewaltige Dinosaurier jagten. Noch im Erdmittelalter, dem Mesozoikum, war alles von Wasser bedeckt. Die ganze Atacama war einst von großen Tannenwäldern bewachsen, wie wir sie heute nur noch im Süden Chiles kennen. Die Spuren der Dinosaurier haben sich in Bolivien bis heute erhalten. Pedro Schütt hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Besuchern das faszinierende Naturwunder vorzuführen. Der Privatwissenschaftler enträtselt auch das Phänomen, warum die massigen Tiere solch steile Bergwanderungen unternahmen. Die einfache Lösung? Die Saurier marschierten durch eine sumpfige Ebene. Erst in einem späteren Erdzeitalter faltete sich der Berg auf. Flache Salzseen, die Salare. Eine Landschaft im Urzustand. Bei seinen Untersuchungen stellt Professor Chong fest, dass auch hier bald die letzte Feuchtigkeit verdunstet sein wird. Das Wasser des Urozeans verdampfte langsam unter den gleißenden Strahlen der Sonne. Dieser Prozess hinterließ gewaltige Salzmengen. Das Salzvorkommen liegt in einem Kessel, aus dem es keinen Ausgang gibt. Im Westen erheben sich die Gebirgszüge der Küstenkordillere, im Osten die Bergkette der Anden. Dadurch ist eine Art Staubecken entstanden, aus dem die weißen Kristalle nicht abfließen können.
Die Landschaft zwischen Ozean und Gebirge erscheint leblos wie ein ferner Planet. Doch sie ist nicht tot. In dieser Trockenzone ist die Menge an Mikroorganismen, die im Boden existiert, überraschend groß. Die Salare sind ein Rückzugsgebiet für unzählige Flamingos. Die Seen der Salzwüste liefern Nahrung in ausreichender Menge. Die Einsamkeit der weglosen Weite hat viele Reisende zu fantastischen Spekulationen verführt. Sogar als Signale für Außerirdische wurden diese gigantischen Felsbilder interpretiert. Thaddäus Henke aber will es an jedem Ort genau wissen. Damit wird er zum Vorbild für Generationen von mutigen Wissenschaftlern, die der Wüste ihre Geheimnisse entreißen wollen. Dr. Vivian Standen legt eine Mumie frei. Die sterblichen Überreste unzähliger Völker sind hier in der trockenen Erde dicht unter der Oberfläche bestattet worden. Jedes Grab kann Auskunft geben über das geheimnisvolle Vorleben der Atacama. Das Volk der Chinchorro schnürte vor Tausenden von Jahren seine Toten mit Stoff und Schilf zu einem Bündel und bedeckte sie mit einer Lehmmaske. Die Chinchorros machten keinen Unterschied zwischen Leben und Tod. Die Mumien sollten beim Betrachter durch den offenen Mund der Maske die Illusion von Lebendigkeit hervorrufen. Der Schamane lieh ihnen sogar seine Stimme. Wie ein Orakel sprachen die Toten so zu den Lebenden. Solch eine Reise ins Unbekannte, auf den Spuren einer untergegangenen Kultur, ist so recht nach dem Geschmack des jungen Henke. Die Wüste ist keine absolute Todeszone. Wer sich ihren harten Gesetzen unterwirft, überlebt. Das lehrt das Studium der Tiere und Pflanzen in der Atacama. Henke ist einer der ersten Feldforscher, der den elfenbeinernen Turm des Gelehrten verlässt und sich der Reise ins Ungewisse ausliefert. Abhängig nur von seinen Pferden und den Launen der Natur. Obwohl inzwischen Generationen von Wissenschaftlern die Atacama durchforscht haben, sind viele ihrer Rätsel noch immer ungelöst. Am Ende des 18. Jahrhunderts ist die Wüste ein völlig unbekanntes Gebiet. Ihr größtes Geheimnis hat der böhmische Gelehrte aus dem Sudetenland bereits kurz nach dem Beginn seiner Streifzüge entdeckt. Wie von der Hitze ausgeschwitzt, bedecken Salzkristalle den Boden. Die Konsistenz des Materials ist ihm zwar fremd, der Geschmack erinnert aber an das vertraute Kochsalz. Die Untersuchung hilft nicht weiter. Der Ehrgeiz raubt ihm den Schlaf. Noch unterwegs unterzieht er den Fund in seinem Reiselabor chemischen Versuchen. Er versetzt das Pulver mit kalihaltiger Asche, um es auszulaugen. Das Ergebnis ist überwältigend. Kalisalpeter. Im Filter kristallisiert magischer Grundstoff für Düngemittel und Schießpulver. Thaddäus Henke ist auf weißes Gold gestoßen. Diese einmaligen Bilddokumente aus einem Privatarchiv in Santiago belegen,
Nie zuvor hat sich ein Bodenschatz so leicht ausbeuten lassen. Die salzführende Schicht liegt in einer Tiefe von nur wenigen Metern. Sie muss nur herausgesprengt werden und kann dann zu hochwirksamen Düngemitteln verarbeitet werden. Henkes Entdeckung wird der Landwirtschaft weltweit eine enorme Ertragssteigerung bringen. Den Preis dafür zahlt die Natur. Der Blick aus großer Höhe lässt das ganze Ausmaß der Umweltzerstörung erkennen. Der Salpeterboom hat ganze Regionen in Mondlandschaften verwandelt. Antofagasta ist einer der Häfen, von denen die Salpeterfracht einst in alle Welt verschifft wurde. Die Minenbahn entledigte sich Jahr für Jahr ihrer begehrten Last. Eine schier endlose Kette von prallgefüllten Säcken stapelte sich in den Laderäumen. Für die Küstenstadt Iquique begann eine Zeit verschwenderischen Reichtums. Aber der Glanz von damals ist verblichen. Auch Henke hat hier Spuren hinterlassen. Kurioserweise trägt sogar ein Fischgeschäft seinen Namen. Das Theater aus der Epoche des Salpeterbooms erinnert daran, was Iquique immer sein wollte. Ein elegantes Abbild Europas am Ende der Welt. Geblieben ist nur der sentimentale Kitsch des Schlagers. Nur manchmal erinnern die Verse der Lieder an Menschen, für die Iquique der Nabel der Welt war. Oder die Hölle, an ihre gescheiterten Träume von einem besseren Leben, ohne den ewigen Staub und den brennenden Geschmack von Salz. Wurde eine Mine geschlossen, zogen die Lebenden fort und ließen nur ihre Toten zurück. Wie verflucht liegen die Friedhöfe der Geisterstädte unter der alles versengenden Sonne. Die Gräber sind von Räubern aufgebrochen, der Sarginhalt von der trockenen Luft konserviert. Die vielen früh verstorbenen Kinder wurden in ihrem Sonntagskleid beerdigt. Auch die Glücksritter, die es geschafft hatten und doch blieben, die Direktoren der ausländischen Konzerne, liegen hier begraben. Nur wenig noch verweist auf die Privilegien von einst. Seit 1914 ging es bergab mit dem Chile Salpeter. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs gelang es einem Professor aus Berlin, das Nitrat synthetisch herzustellen. Der Preis an den Warenbörsen verfiel und eine Mine nach der anderen musste schließen. Macht euch die Erde untertan, das wird zu Henkes Glaubensbekenntnis. Die Suche nach der grenzenlosen Freiheit treibt ihn rastlos um, meist ohne Wissen der vorgesetzten Obrigkeit. Die biografische Rekonstruktion ganzer Lebensjahre gleicht mühseliger Detektivarbeit. Hat Henke absichtlich keine Aufzeichnungen gemacht? Oder sind sie mutwillig vernichtet worden? Am Fuße des Vulkans Likankabur ist ein Wunder der Natur entstanden. Wasser aus dem Gebirge speist die Oasen im Herzen der Atacama. Dem Wasser verdankt auch die Ortschaft San Pedro ihre Gründung. Süßwasser in der Wüste, ein seltenes Phänomen. Mitten im Salzsee sprudelt trinkbares Nass aus unterirdischen Quellen. Für die in diesem Mikrokosmos lebenden Tiere ein Paradies am unwirtlichsten Ort der Welt. Wie Henke ist auch der Archäologe Lautaro Núñez der faszinierenden Welt aus Fels, Sand und Salz verfallen. Die Atacama ist eine Wüste mit bedeutenden Oasen. Aus der Luft muss das Ganze wie ein riesiger hellbrauner Fleck mit grünen Punkten aussehen. Und genau diese Stellen wurden von den vorzeitlichen Jägern und Sammlern entdeckt, die aus den Anden herunterkamen. Sie haben hier ihre neue Heimat gefunden. Dank solcher Pfeilspitzen waren sie in der Lage, die wilden Kamele zu erlegen.
Vor 11.000 Jahren haben die Steinzeitjäger an diesem Felsen Bilder hinterlassen. Kamele, so wurden sie von den spanischen Konquistadoren genannt. Völlig zu Recht, denn das Kamel stammt tatsächlich vom amerikanischen Kontinent. Seit der Kolonialzeit werden die südamerikanischen Kamele wegen ihrer Wolle wahllos getötet. Henke fordert für sie, Schutzgebiete einzurichten. Er verkörpert die neue Wissenschaft im Geiste der Aufklärung. Der Naturforscher muss die Gegenstände, die er kennen soll, sehen, untersuchen und die Natur in ihrer Werkstätte belauschen, sagt er. Seiner Mutter schreibt er nach Böhmen: Europa würde sich entvölkern, wenn seine Bewohner deutliche Begriffe von der Schönheit dieser Länder hätten. Die Vielfalt des Lebens, selbst unter extremsten Bedingungen, begeistert ihn jedes Mal aufs Neue. Die Natur ist immer ein aufgeschlagenes Buch, das ein jeder lesen sollte, so oft er kann. Diesen Rat befolgt er ein Leben lang. Im 17. Jahrhundert gründeten die spanischen Eroberer in Beterre eine Siedlung. Zur besseren Kontrolle und Missionierung wurden alle in der Atacama lebenden Indios zwangsweise hierher umgesiedelt. Aber die Wüste war stärker und nahm wieder in Besitz, was ihr schon immer gehörte. Heute bewohnen nur die Geier das ehemalige Lager. Die Eingeborenen zogen sich wieder zurück in ihre entlegenen Hütten. Im Kontakt mit ihnen kennt der Einzelgänger Henke keine Berührungsängste. Er vertraut den Indios und wird nicht enttäuscht. Er ahnt nicht, dass seine wissenschaftliche Arbeit verheerende Folgen für die traditionelle Lebensweise dieser Menschen haben wird. Das Gesicht der Wüste sei für alle Zeit entstellt, ihre heilige Stille gestört, so urteilen die Indios heute. Nacht in der Wüste. Der multigelehrte Henke hat in Wien auch Sternenkunde studiert. In der klaren Luft der Atacama findet der Astronom ideale Bedingungen. Die stabile Schönwetterzone ermöglicht Blicke in die Tiefe des Alls wie nirgendwo sonst. Seine Beobachtungen über die Bewegung der Himmelskörper am südlichen Firmament sind Pionierarbeit. Auch die Hightech-Astronomie schätzt die durch Wolken und zivilisationsbedingte Dunstschleier ungetrübte Sicht auf Sterne und Planeten. Die einzigartige Lage garantiert aufregende Erkenntnisse über das Universum. Wieder steht die Sonne wie eine Flamme am Himmel. Manchmal fürchtet Henke, vor totaler Erschöpfung verrückt zu werden. Doch seine Neugierde und ein unersättlicher Wissensdurst geben ihm die Kraft, dort weiterzugehen, wo andere längst aufgeben. Das Geysirfeld von Tatio ist eines der größten und höchstgelegenen der Erde. Wie in einer Hexenküche brodelt es aus der Tiefe. Die Bewegungen in der Erdkruste haben in Chile und Peru zu verheerenden Erdbeben geführt. Die vulkanischen Aktivitäten im Untergrund sind eine ständige Bedrohung. Selbst der nüchterne Wissenschaftler spürt oft den Atem des Todes im Nacken, wenn der Verdurstende nach tagelangen Märschen nur Wasser findet, das kochend und vergiftet aus dem Boden tritt. Hier ist die Wüste dem Forscher nicht mehr geheuer. Er habe ihr ein lang gehütetes Geheimnis entrissen und die Atacama werde sich rächen, so fürchtet Henke.
Bei aller gelehrten Ratio ist er tiefgläubig und vertraut oft auf seinen Schutzengel. Wo Wüste und Meer aufeinandertreffen, gibt es Feuchtigkeit im Überfluss. Eine kalte Meeresströmung führt nährstoffreiche Wassermassen aus der Antarktis an die Küste. Ein idealer Tummelplatz für die Tierwelt. Ein Schlaraffenland vor dem lebensfeindlichen Festland. Die Atacama kann von der nahen Küste nicht profitieren. Ein meteorologisches Phänomen bestimmt ihr Schicksal. Ständig wehen die Winde vom Ozean landeinwärts. Aber wenn die Regenwolken über das aufgeheizte Land ziehen, verdampfen sie und verflüchtigen sich in der Atmosphäre. Auch die Bewohner der Region leiden unter Regenmangel, obwohl dichte Nebelschwaden die umliegenden Hügel verhüllen. Einfallsreiche Ingenieure haben Abhilfe geschaffen. Mit riesigen Netzen fangen sie die Feuchtigkeit aus der Luft. Mit großem Aufwand wird so die Natur überlistet und Tropfen für Tropfen aus den Wolken gewonnen. Auffangrinnen leiten das Süßwasser in das örtliche Speicherbecken. Henke lässt der Anblick reicher Wasservorkommen nicht ruhen. Welcher Nutzen ist aus den heißen Quellen zu ziehen? Eine Herausforderung für den Wissenschaftler. Erstmalig wird durch ihn der vulkanische Ursprung von Thermalquellen erkannt. Diese Mineralwässer sind wahrhaftig ausgezeichnet für äußeren und inneren Gebrauch, lautet seine Expertise. Am Rande der Wüste, in der Stadt Arequipa, stellt er die heilende Wirkung der örtlichen Thermalquellen fest. Die Veröffentlichung seiner Entdeckung verwandelt die Stadt in ein noch heute beliebtes Kurbad. Die berühmten Schwefelquellen helfen bei Rheumatismus und Hautkrankheiten. Eine Inschrift erinnert an die Pioniertat. Von Lima im heutigen Peru zieht der Ruhelose vorbei an den alten Städten des Inka-Reiches hinauf zum bolivianischen Hochland. Hier, im Bergland zwischen den feuchtheißen Urwäldern des Amazonasbeckens und der Wüste an der Küste, wird er seine zweite Heimat finden. Auf seinem Weg zeichnet der so vielfältig begabte Universalgelehrte die verfallenen Zeugnisse untergegangener Kulturen und nimmt überall Untersuchungen vor. Die Spanier hatten den Kontinent in blinder Gier nur ausgebeutet. Jetzt erst wird Lateinamerika für die Wissenschaft entdeckt. Umfangreiche Skizzenbücher dienen als Grundlage für geplante Publikationen über die noch unbekannte Geographie und Topographie der Anden. Schon Jahre vor dem berühmten Zeitgenossen und Forscherkollegen Alexander von Humboldt besteigt Henke die höchsten Berge des Kontinents. Im Riesengebirge hat er als Student das Klettern gelernt. Aber die Schluchten der Anden bergen neue, ungeahnte Gefahren. Die Besteigung des Vulkans Misti bringt Henke an seine Leistungsgrenze. Der Gipfel misst 5800 Höhenmeter, wie man heute weiß. Das Unternehmen droht im schlechten Wetter zu scheitern.
Doch die Aussicht auf spektakuläre Forschungsergebnisse hat die letzten Kräfte mobilisiert. Er schreibt in sein Tagebuch: Alle Welt glaubte, dass ich außerstande sein würde, den Vulkan zu ersteigen. Und zum Zeichen, dass das keineswegs so sei, lehnte ich das Angebot der Stadt ab, die mir zahlreiche Herren zur Begleitung stellen wollte. Am zweiten Tag schon war ich auf dem Gipfel, wo ich mich den ganzen Tag mit der Untersuchung des Vulkanismus beschäftigte. An einem Berghang entdeckt Henke die Pflanze mit der größten Blüte der Welt, die Riesenbromelie Puya Raimondi. Sie erreicht eine Höhe von 15 Metern und wird über 100 Jahre alt. Insgesamt sammelt und trocknet der Botaniker Henke viele Tausende von Pflanzen. Seine Beobachtungen hält er in präzisen Zeichnungen fest. Thaddäus Henke wird auf südamerikanischem Boden Wurzeln schlagen und niemals nach Europa zurückkehren. Das ist gleichbedeutend mit Verzicht auf akademischen Ruhm und Karriere. Das 2500 Meter hochgelegene Cochabamba gilt als Stadt des ewigen Frühlings. Doch aus dem einst verschlafenen Provinznest ist eine lärmende Metropole geworden. Trotzdem hat Henkes alte Wirkungsstätte bis heute überlebt, als zwielichtige Spelunke. Als der Abenteurer aus höherer Berufung nach jahrelangem Herumziehen in der Stadt eintrifft, scheint sein zukünftiges Leben in geordneten Bahnen zu verlaufen. In der provinziellen Gesellschaft erweckt der Fremde mit seinen exotischen Neigungen Neugierde. Man lädt ihn anfangs gern zu sich ein. Doch nach dem ungebundenen Reisen fällt das neue Leben nicht leicht. Henke bleibt Außenseiter und die Honoratioren misstrauen ihm. Was führt dieser Ausländer im Schilde? Außerhalb der Stadt findet er ein abgelegenes Haus. Er hat umfangreiche Sammlungen mitgebracht, die jetzt nach wissenschaftlicher Auswertung verlangen. Der Landsitz scheint ideal. Und er gibt bei seinem Bruder in Österreich eine ungewöhnliche Bestellung auf. Auch in der Fremde verzichtet der hochbegabte Musiker nicht auf sein liebstes Hobby. Er hat sein Klavier über Meere und Gebirge heranschaffen lassen. Jetzt bittet er um die neuesten Noten von Haydn, Mozart und anderen modernen Komponisten. Inmitten einer Atmosphäre aus Aberglauben, Hass und Misstrauen kämpft der Neubürger für eine moderne medizinische Versorgung der Indios. Henke eilt damit wie immer dem beschränkten Geist der Kolonialzeit weit voraus, richtet die erste Apotheke Lateinamerikas ein und führt mit Erfolg auch die erste allgemeine Pockenschutzimpfung durch. Die Obrigkeit wittert hinter der humanen Hilfsaktion ein umstürzlerisches Komplott. Der Menschenfreund aus Überzeugung gerät in Verdacht, die Eingeborenen heimlich gegen die Staatsmacht aufzuhetzen. Grund genug, um in Zukunft jeden seiner Schritte zu überwachen. Doch in der Bevölkerung wird Henke überschwänglich gefeiert. Ihm zu Ehren wird ein Dankesgottesdienst abgehalten, weil er die Pockenepidemie in Cochabamba besiegt hat. Der unberechenbare Freigeist ist dem katholischen Spanien ein Dorn im Auge. Gerüchte und Intrigen entstehen. Man verleumdet ihn im Geheimen. Besonders der Gouverneur der Indianerreservate ist alarmiert und macht Schwierigkeiten, wo er kann. Die Indios hingegen halten Henke für einen Zauberer und Wunderheiler.
Er ist stolz auf die tiefe Verehrung, die sie ihm entgegenbringen. So oft er kann, flüchtet Henke aus dem Arbeitsalltag. Er fühlt sich wohl wie seit Jahren nicht, vielleicht wie noch niemals zuvor in seinem unsteten Leben. Begeistert schreibt er an den Bruder: Die Musik ist auch hier noch meine Lieblingsunterhaltung. Sie ist die eindringlichste und rebellischste von allen Künsten. Dann kommt Sebastiana Orozco. Der Doktor verliebt sich in die Halbindianerin. Die feine Gesellschaft in Cochabamba ist entrüstet über die nicht standesgemäße Verbindung mit der Mestizin. Doch das Paar lässt sich nicht beirren. Bald kommt ein Sohn zur Welt. Henke nimmt seine naturkundlichen Forschungen am Titicacasee wieder auf. Heimweh nach Böhmen scheint er nicht zu empfinden. Die neue Heimat ist voller Geheimnisse, die es zu erkunden gilt. Als erster Weißer studiert er die traditionelle Medizin der Hochland-Indios und freundet sich mit den Schamanen an. Sie schöpfen Vertrauen zu dem bescheiden auftretenden Europäer, offenbaren ihre traditionellen Behandlungsmethoden und Rezepturen. Inzwischen hat er die Sprache seiner indianischen Informanten gelernt und ist mit ihrer Lebensweise vertraut. Ein Grund mehr für die Kolonialmacht, ihm zu misstrauen. Die eigene Kultur zu verlassen, ohne sie zu vergessen. Dazu gehört genauso viel Mut wie durch Wüste und Urwald zu ziehen. Noch heute sind in Bolivien viele Wege beängstigend. Bergrutsche blockieren die Straßen und Wassermassen reißen Brücken in den Abgrund. In wenigen Stunden überwindet der Reisende 4000 Meter Höhenunterschied und dankt am Ziel fürs Überleben. Im Jahre 1801 bricht Henke in den Urwald auf. Hat der junge Student bei Bootsfahrten auf Donau oder Moldau hiervon geträumt? Sein neuer Auftrag lautet: Erkundung eines Handelsweges zum Amazonas. Viele Zuflüsse des großen Stromsystems sind noch völlig unerforscht. Henke sieht sich endlich auf dem Weg zu bleibendem Ruhm. Von überall her stürzen wilde Bäche von den Bergen und speisen gemeinsam den mächtigsten Fluss der Erde. Doch alles Wasser fließt nur in eine Richtung, nach Osten. Jeder dieser Tropfen geht der Wüste im Westen des großen Gebirges verloren. So könnte es auch in der Atacama aussehen, wenn die Wasser eine andere Richtung hätten. Henke begreift, was die Ungerechtigkeit der Natur bedeutet. Hier ein Werden und Wachsen im Überfluss, dort ein ständiges Vegetieren am Existenzminimum. Die Tropen sind ein Fest für die Sinne, eine Gegenwelt zur Leere der Wüste und Kargheit des Gebirges. Auf einer zweiten Expedition gelingt dem Forscher wieder eine sensationelle Entdeckung. Die mit einem Blattumfang von bis zu 3 Metern größte Wasserpflanzenart der Welt. Doch den Namen Victoria Regia gaben der gewaltigen Seerose später andere zu Ehren der englischen Königin. Viele von Henkes Erkenntnissen über das Leben der damals noch unerforschten Dschungelbewohner, ihre erstaunlichen handwerklichen Fertigkeiten und kulturellen Errungenschaften wurden wissenschaftlich nicht wahrgenommen. Auch manche seiner Entdeckungen auf dem Gebiet der Flora und Fauna blieben der Welt unbekannt, weil sie nie veröffentlicht wurden. Diese Blätter sind erhalten geblieben.
Auch als Geograf ist er in die Geschichte Südamerikas eingegangen. Er zeichnet die ersten topografischen Landkarten Boliviens und den Verlauf der Flüsse. Voraussetzung für eine verstärkte Besiedlung des Tieflandes. Der König im fernen Spanien könnte zufrieden mit seinem Bediensteten sein. Doch der Druck auf Henke wächst, seine Aufenthaltsgenehmigung in den spanischen Kronlanden zu rechtfertigen. Da kommt ihm der Auftrag des mächtigen Bergwerksbesitzers von Tarapaca wie gerufen. Hat der reisende Henke nicht die Salpetervorkommen in der Atacama entdeckt? Jetzt soll der Chemiker Henke daraus Sprengstoff für die Silberminen erzeugen. Es gelingt ihm tatsächlich, billiges Natron in hochwertiges Kalisalpeter umzuwandeln. Diese Salzverbindung wird nie feucht. Ideal zur Herstellung von Sprengstoff. Der Wissenschaftler verschenkt eine chemische Formel, die die Welt erschüttern wird. Doch die Geister, die er rief, lassen ihn nicht mehr in Frieden. Er bekommt von der spanischen Krone den Auftrag, das Sprengpulver in großen Mengen herzustellen. Seine Experimente legen den Grundstein für die größte Pulverfabrikation Südamerikas. In langen Versuchsreihen erfindet er das Schwarzpulver geradezu neu. Dadurch verbessert er immer wieder den Wirkungsgrad seines Sprengstoffes. Skrupel hat er anscheinend nicht. In all den Jahren seiner Dienstverpflichtung kehrt Henke immer wieder in die einsamen Salzsteppen zurück, auch ohne Genehmigung der Kolonialbehörden. Die scheinbar endlose Weite mache süchtig, heißt es. Wenn man durch die Wüste geht, spürt man die Stille. Sie kann beängstigend und sogar ohrenbetäubend sein, sagen die Menschen der Atacama. Die Beziehung von Thaddäus Henke und der Atacama endet tragisch. Sie hat ihm die Sternstunde seines Forscherlebens ermöglicht. Jetzt trägt er zu ihrer Zerstörung bei. Chuquicamata ist im offenen Tagebau die größte Kupfermine der Welt. 2,5 Kilometer breit, 4,5 Kilometer lang. Förderleistung 350.000 Tonnen täglich. Der staubige Abfall der Verhüttung enthält das Gift Arsen. Der Wind verteilt es über das Land. Wieder brauchen die Machthaber den erfinderischen Dr. Henke. Sie befehlen nun die Herstellung von 300.000 Pfund Schießpulver. Im Inneren wird das spanische Kolonialreich von Aufständen erschüttert und an den Grenzen stehen feindliche Truppen. Der Dank des Militärs für Erfüllung des Auftrags ist die letzte Ehrung, die ihm zuteil wird. Im Jahre 1816 stirbt Henke plötzlich im Alter von 54 Jahren. In Südamerika geht die Zeit der Fremdherrschaft zu Ende. Auch in Cochabamba siegt die Revolution. Das Gerücht geht um, Henke habe die Aufständischen mit Rat und Tat unterstützt. Die Umstände seines Todes lassen viele Fragen offen. Er sei im Kerker gestorben, berichtet eine englische Zeitung. Haben spanische Agenten den Mann, der zu viel wusste, beseitigt? Sind dunkle Schatten aus seiner Vergangenheit aufgetaucht,
als der Forscher jahrelang verschwunden war. Erst Jahre später taucht irgendwo ein Totenschein auf. Laut Expertenurteil eine im Nachhinein angefertigte Urkunde, um das Erbe zu sichern. Die Ururenkelin Ruth besitzt aus dem Nachlass ein Porträt Henkes. Dieser Mann hatte wohl einen Feind, wenn man die Umstände seines Todes betrachtet. Er war erst 54 Jahre alt und er starb ja nicht eines natürlichen Todes. Er wurde vergiftet. Er wurde umgebracht. Wer weiß von wem? Der gesamte Besitz des Toten wurde von den spanischen Behörden eingezogen, wie das Eigentum eines Revolutionärs. Von Henkes Nachlass an Pflanzen und Mineralien, an Büchern und Manuskripten ging vieles verloren. In Europa geriet er ganz in Vergessenheit. Doch in Südamerika wird sein Andenken bis heute in Ehren gehalten. Er hat das Wissen des Forschers zum Wohl der Einheimischen genutzt und dafür den eigenen Nachruhm geopfert. Die Legende wird erzählt, die Indios hätten seinen Leichnam geholt und nach geheimen Riten in der Wüste Atacama bestattet.